Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zum Gothic 1 Challenge Run. Ich sag dich, du Mistvieh, falls ihr es gehört habt. Wir sind in der alten Mine. Wir müssen das Zahnrad für Ian besorgen. Falls ihr nicht wisst, worum es hier in diesem Challenge Run geht, es geht darum, dass ich für verschiedene Vergehen, die ihr in der Videobeschreibung findet, Liegestütze machen muss zum Ende der Folge hin. Das heißt, das wird alles dokumentiert, gesammelt und am Ende des Tages dann abgerechnet. Dazu gehört auch, dass ich wahrscheinlich Schläge kassiere von den Crawlern. Es sind drei, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Wenn ich Glück habe, schaffe ich die ohne große Probleme. Ich habe ja die anderen in der letzten Folge auch echt gut geschafft. Ich speichere das jetzt nochmal. Neuladen ist ja auch ein Vergehen. Ich warte kurz, bis die weggehen und dann springe ich da runter. Okay, es ist... Konnte man nicht da hinten irgendwie runter? So hier so runter? Shit. Oder war das irgendwie nur einer Mod möglich? Weil die Treppen runtergehen ist ein, halte ich für einen großen Fehler. Weil dann greifen die mich auf jeden Fall an und ich kann mich nicht wehren im Zweifel. Hey, oh, ich habe ja Akrobatik, ganz vergessen. So, okay, let's go. Yes. Ein kurz Puls gehabt, aber wir haben es tatsächlich geschafft, ohne einen Treffer zu kassieren. Ich glaube, es war wirklich viel, viel wert, dass ich auf Meister nochmal trainiert habe. Einhandmeister. Alles andere wäre, glaube ich, ein bisschen kritisch geworden. Ja. Hätte ich das hier mit Kämpfer gemacht. Ich gehe ja schon das Risiko ein, dass ich mit der leichten Banditenkleidung das Ganze hier mache, um mein Erz zu sparen. Von daher bin ich besonders gefährdet, wenn ich einen Treffer kassiere. Warte mal. Oh, ich bin so blöd. Ich hätte doch einfach hier runtergehen können. Ich hätte doch einfach hier runtergehen können. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm hier gehabt. Aber gut. Habe ich es jetzt halt ein bisschen spannender gemacht, ungewollt. Nee, Moment, stopp. Ich hätte gar nicht hier runtergehen können. Hier geht's ja gar nicht. Egal, anyway. Wir gehen jetzt erstmal zurück zu Ian und geben ihm erst einmal das Zahnrad. Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Mindcrawler. Geh mal zu Askan. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Ich schaue mich mal um. Mach keinen Ärger. Alles klar, dann heißt es jetzt ab zu Askan. Dann, ich bin relativ, jetzt nach dem Fight auch gerade nochmal gegen diese drei Crawler, ich bin relativ zuversichtlich, dass wir das schon glimpflich überleben. Also ich denke schon. Ich werde auch nicht Gorna Bar diesmal dazu holen, sondern ich werde mich auf Gorna Vid und Gorna Kosh verlassen. Sonst habe ich es ja eigentlich immer so gemacht, dass ich immer alle Templer hole, die zur Verfügung stehen, also diese drei. Aber ganz ehrlich, ich glaube, man schafft das auch so mit zwei Templern und Askan. Sollte es eigentlich kein Problem sein. Ich könnte jetzt mal gucken, kann ich mit Viper irgendwas handeln? Bestimmt. Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Du bist ja ein ganz schlauer Bursche. Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst? Ja, kann ich. Blutfliegenflügel. Und kann ich eh alles nicht verwenden. Heilzauber kann auch weg. Kann ich auch nie verwenden. Flammschutzring behalte ich. 50 Erz. Gib mir 50 Erz als Vorschuss. Eigentlich bin ich auch nochmal gut beraten, wenn ich jetzt die Nebenschächte hier nochmal durchgehe. Nicht nur für den Level-Up, ja, was gut, richtig und wichtig wäre. Sondern auch für den Loot, den ich hinten noch bekommen könnte. Hier gibt es ja einen Streitkolben noch zu holen. Einen Steinbrecher, wenn ich gerade mich recht entsinne. Und den kann ich auch nochmal zu Erz machen. Wie gesagt, ich brauche so viel Erz wie möglich, um, wenn ich dann Söldner bin, mir direkt vielleicht sogar eine bessere Rüstung kaufen zu können. Also, es wäre schon gut.
Ich will auch eigentlich gucken, wie viel Schaden mir so ein Schlag von einem Crawler gibt, ehrlich gesagt. Okay. Der Schaden geht klar, würde ich sagen. Also, bis jetzt 2 Liegestütze. Aber ganz so blind will ich jetzt doch nicht reinlaufen. Ich weiß jetzt halt auch natürlich nicht, ob das jetzt ein kritischer Schlag war oder ob das jetzt ein Standardschlag war. Also wenn es ein Crit gewesen wäre, wäre der vielleicht größer ausgefallen. Kann ich gerade nicht sagen. Boah, jetzt ist es finster wie ein Bärenarsch hier. Also nicht, dass ich wüsste, wie es in Bärenärschen aussieht, aber... War das immer so dunkel? Ich mache halt einfach am Renderer liegen. Bin ich ärgerlich. Sechs. Liegestütze. Oh man, die haben mich jetzt 3-mal getroffen und 3-mal war es echt okay. Also, ich könnte wahrscheinlich so 7, 8 Schläge könnte ich wahrscheinlich schaffen. Vorausgesetzt, das waren jetzt kritische Treffer, die jetzt gemacht haben an mir. Dann könnte es reichen. Aber gut. Wer war er hier nochmal? Was macht der Ork hier? Die Gardisten haben ihn gefangen. Seitdem wird er hier zur Arbeit gezwungen. Er ist ja noch nicht mal angekettet. Warum haut er nicht einfach ab? Er hat es einmal versucht. Die Gardisten haben ihn so stark zugesetzt, dass er ein paar Wochen nicht laufen konnte. Seitdem hat er nie wieder versucht zu fliehen. Garb. Garb, das ist auch so ein Charakter. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, ey, oder wenn mich jetzt jemand fragen würde, ey, wer ist denn Garb? Dann würde ich erstmal Stirn runzeln und lange überlegen müssen. Gab es so einen Charakter in Gothic, der hat diese eine Line und sonst ist der absolut belanglos. Waren hier nie eigentlich noch mehr gewesen? War das nur diese eine? Seltsam. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, aber ich dachte, hier wären auch 3 oder 4 gewesen. Naja. Vielleicht verwechsel ich das auch einfach nur. Aber ist auch sehr disrespektvoll, muss man mal kurz überlegen. Weißt du, hier sind... Ich weiß nicht, wie viele Gardisten jetzt hier drin sind, aber das dürften schon ein paar sein, auf jeden Fall. Und die schaffen es nicht, vereint alle Minecrawler in allen Nebenschächten zu besiegen, wo jetzt nicht die Mutter ist, ja, und keine Eier sind, wo neue schlüpfen könnten, ja. Schaffen es nicht, 5, 6, 7, 8 Gardisten zusammen mal alle Crawler platt zu machen. Da kommt ein Bandit daher. Ein Bandit in einer leichten Lumpenkleidung, ja, ohne Waffe, ohne vernünftige Waffe, mit einem fucking Knüppel und räumt einfach alles aus, macht hier alles fertig. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist so bitterböse Ironie. Ich meine, im Grunde arbeite ich ja gerade fürs alte Lager, in dem ich jetzt hier die Schächte säubere. Das ist ja nur Gommes-Leuten zuträglich hier gerade. Wenn ich jetzt wirklich extreme Feindschaft mit dem alten Lager hätte als Bandit, dann würde ich die Crawler alle hier in den Schacht locken und die Banditen, die Butler und Gardisten auf diese Art und Weise töten lassen. Ah, der hat Low Life, das heißt, der hat die Crawler schon platt gemacht, die hier drin waren. Hat der gerade gegen Gorna Kosch getreten? Der hat, glaube ich, ein persönliches Problem mit ihm. Oh shit. So, jetzt gebe ich nochmal kurz meinen Kram hier ab. So, da haben wir jetzt nochmal schön Erz gut gemacht. Gute Sache. Dürften wir jetzt schon über 2000 haben. Ich glaube, wenn wir jetzt Söldner werden sollten, dann haben wir auch direkt ein gutes Budget offen, um uns direkt die mittlere Rüstung zu kaufen. Ich glaube, die Schwere kriegen wir eh noch nicht. Selbst wenn ich jetzt das Erz schon zusammen hätte, ich glaube, die Schwere bekommt man erst nach... ich weiß gerade gar nicht. Ab wann man das bekommt. Ab wann man die Schwere kriegt. Bin mir jetzt nicht 100% sicher. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir können mit der mittleren erstmal lange genug arbeiten. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Dieser ganze verdammte Berg ist ein einziges Nest. Warum ist dieser Schacht versperrt?
Egal wie viel Crawler wir getötet haben, von dort kamen immer wieder mehr. Dann wird dort irgendwo ein Nest sein. Lass mich das Tor öffnen. Nein, erst wenn Ian die Erlaubnis gibt, wird dieses Tor geöffnet. Vorher geht gar nichts. Hey Askan, du kannst das Tor öffnen. Ich habe dir schon einmal gesagt, nur wenn Ian... Askan, alles wird gut. Und einen schönen Gruß von Ian. Na gut, wenn Ian die Verantwortung übernimmt, aber nur unter einer Bedingung. Spuck's aus, was für eine Bedingung? Besorge erstmal 2 bis 3 Templer zur Verstärkung. Ich will nicht alleine hier stehen, falls die Crawler aus dem Schacht kommen. Wie Viper jetzt sich einfach die Waffen ausgerüstet hat, die ich ihm gerade verkauft habe, ey. Das ist ja geil. Ach, schön. Ich weiß, wo das Nest der Crawler ist. Und werde hineingehen und etwas suchen, aus dem Kalom ein stärkeres Elixier brauen kann. Dann wirst du meine Klinge brauchen. Ich bin dabei. Gut, wir treffen uns beim großen Durchgang. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und weiß, wo sich das Nest der Crawler befindet. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei. Der Kampf gegen Crawler kostet Blut. Wenn du mir einen Heiltrank bringst, bin ich dabei. Hier, vielleicht hilft dir das. Danke. Du kannst auf meine Stärke zählen. Wir treffen uns unten bei Askan. Ich werde dort sein. Ich habe mich gerade doch nochmal umentschieden. Ich habe ja gerade gesagt, ich werde jetzt nur mit Gonavid und Gonakosh arbeiten, aber wenn ich jetzt wirklich 250 Erfahrungspunkte dafür bekomme, nur um Gornabar das zu erzählen, dann ist es natürlich sinnvoll, das jetzt doch noch zu machen, weil je eher ich nochmal das... Guck mal, das würde mich jetzt direkt zum nächsten Level abbringen. Also ich meine, direkt würde mir das jetzt nicht helfen, aber ich könnte dann nochmal Stärke lernen, wenn ich wieder raus bin. You know. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und glaube zu wissen, wo das Nest der Crawler ist. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei? Das Nest der Crawler. Endlich. Mein Schwert kämpft für dich. Lass mich mal vorbei. Ja. Komm, so breit bist du jetzt auch nicht. Tu mal nicht so. Ja, aber im Grunde reicht mir das schon hier. Gornavid und Gornakosh sind da und ich glaube, that's enough. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Das Tor kann geöffnet werden. In Ordnung. Dann öffne du den Schacht. Der Tanz kann beginnen. Na gut, die haben jetzt schon alles erledigt. Da habe ich aber natürlich auch keine Erfahrungspunkte abbekommen, logischerweise. So, jetzt wird's knifflig. Wenn mehrere kommen, habe ich natürlich ein Problem, aber bin zuversichtlich, dass ich das irgendwie hinkriege. Ohne jetzt 30.000 Liegestütze machen zu müssen. 20.000 wären aber okay. Nein, Quatsch natürlich. So. Problem ist, ich triggere ja alle, wenn ich... Ja, ich glaube schon. Scheiße. Der Trick ist, nicht zu lange zu warten und direkt anzugreifen. Und die Schlagreichweite von so einem Knüppel ist auch recht stabil, muss man sagen. Drei Treffer habe ich gezählt. Fliegestütze nach Adam Ries. Sagt es heutzutage überhaupt noch jemand, wenn irgendwas vorgerechnet wird nach Adam Ries? Ich keine Ahnung. Mathe, Mann! So. Gut. Das sollte jetzt eigentlich machbar sein. Okay, 12 Liegestütze bis dato. Sieht sehr gut aus bis hierhin.
14. Jetzt ist es nur noch die Mutter. Die könnten wir aber auch so kriegen. Ich brauche die Erfahrungspunkte. Das sind 2000 EP, die ich von der bekomme. Die brauche ich dringend. Ich speichere nochmal. Extrem gut. Wir nehmen alle Eier mit. Ey, 14 Liegestütze. Ich würde sagen, ich bin extrem glimpflich davon gekommen. Aber wirklich extrem glimpflich. Nice. Okay. Und jetzt ab, raus hier wieder. Ich habe das Nest der Crawler gefunden. Wunderbar. Gehe nun zurück ins Lager und beende deine Mission. Kor Kalom erwartet dich bestimmt schon. Ich habe das Nest der Königin gefunden. Du hast Mut und Kampfgeist bewiesen. Solche Leute können wir gebrauchen. Ich habe das Nest der Königin gefunden. Im Namen der gesamten Bruderschaft danke ich dir dafür. Möge der Schläfer auch weiterhin seine schützende Hand über dich halten. Dass ich ihm nichts sagen kann, finde ich verwunderlich. Egal. Jetzt gehen wir erstmal zu Ian und sagen dem natürlich auch Bescheid. Und dann sind wir hier. Then the job is done. Und dann können wir nochmal ins neue Lager gehen. Im besten Falle machen wir uns dann oder lassen wir uns dann zum Söldner aufnehmen und dann nochmal trainieren natürlich. Wir haben die Lernpunkte bekommen, die dafür notwendig sind. Wir stehen sogar ganz kurz sogar vor dem nächsten Level ab. Das heißt, wir könnten 20 Stärke investieren. Das würde natürlich 40 Liegestütze bedeuten. Aber ganz ehrlich, es muss passieren. Es muss passieren, weil das Spiel wird jetzt Schlag auf Schlag immer schwieriger. Und wenn ich an den Ork-Friedhof zum Beispiel denke, wie gesagt, ich habe nur einen fucking Knüppel. Und ich muss alles über Crit und Stärke irgendwie ausgleichen. Und dementsprechend brauche ich ganz, ganz dringend ganz, ganz viel Stärke. Weil es wird ja natürlich nicht einfacher. Das muss man halt sagen. Ich habe das Nest gefunden. Dann kehrt jetzt hier endlich wieder Ruhe ein. Nichts für ungut. Gute Arbeit, Kleiner. Hier, nimm diese Kiste Bier für deine Mühen. Ah. Das musste ich kurz prüfen. Weil ich habe neulich im React auf ein Video vom Grafen reagiert. Da ging es darum, wie kommt denn das Erz eigentlich aus der alten Mine raus, von unten nach oben. Ja, weil da ging es gerade um die Thematik, ne, diese Kisten, die so beschweren sind, die kriegt man ja die Leiter nicht hoch und so weiter. Sehr interessantes Video vom Graf, guckt euch das unbedingt an. Und in dem Video sagt er aber, man muss 3 Leitern besteigen, um hier hochzukommen. Aber ich habe rausgefunden, es sind tatsächlich nur 2 Leitern, die notwendig sind, um hier hochzukommen, weil hier kann man ganz easy hoch und runter laufen, ohne dass man die Treppen, ohne dass man die Leiter da benutzen muss. Das musste ich jetzt gerade mal ganz kurz, oder? Doch, nee, man braucht nicht springen. Man kann wirklich einfach easy hochlaufen. Ja, Entschuldigung, das wollte ich gerade mal nachprüfen. Graf, falls du das hier siehst, Grüße gehen raus an dich. Ich habe wieder was zu korrigieren gehabt. So, jetzt lasse ich es aber gut sein. Oh, that looks so lovely, guys. Oh, gosh. I love it. Ich hoffe echt, dass sie im Remake daran denken, diese Stelle mit einer Art Mauer oder Brücke mit Gitter zuzumachen. Natürlich, wo das Wasser durchkommt, weil das ist ein ganz klarer Schwachpunkt hier im neuen Lager, dass man da easy reinlaufen kann. Man muss durch das Torhaus da drüben, muss man gar nicht durch. Man muss nur dadurch einfach laufen. Ist total anfällig für Angriffe. Ich meine, wir wissen ja, das passiert zwar nicht, aber rein aus der Immersion her müsste man dort ein Gitter hinmachen oder ein kleines Torhaus, wo das Wasser halt ablaufen kann. Meiner Meinung nach absolut notwendig. Ich hoffe, dass sie im Remake daran gedacht haben. Was mich übrigens auch noch gerade nachdenken lassen war, wie erfährt man eigentlich, wenn man das erste Mal Gothic spielt? Man spielt im neuen Lager oder als Bandit fürs neue Lager. Wie erfährt man, dass man nach der Mine eigentlich Söldner werden kann? Hey, ich habe gehört, du hast die Crawler in der Mine ganz schön aufgemischt. Lee ist bestimmt bereit, dich als Söldner aufzunehmen. Sprich doch einfach mal mit ihm. Pass auf deinen Rücken auf. Wie erfährt man das? Das ist die große Frage. Wie genau erfährt man, dass man, weil wenn ich jetzt blind spielen würde und ich hätte keine Ahnung von dem Game,
Und ich würde jetzt so, wie ich bin, einfach in ein Sumpflager laufen und einfach weitermachen. Und ich würde mit der Banditenrüstung irgendwie in den Ork-Friedhof gehen. Klar, man könnte natürlich das halt noch so drehen, dass man sagt, wenn man eine neue Rüstung kaufen will, erfährt man es von Jarvis. Aber im Grunde, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt nicht diesen Gilden-Switch, dann hätte ich ja ein Problem. Dann wüsste ich ja nicht, dass ich jetzt schon eine Gilde höher gehen könnte. Bei der Bruderschaft ist es easy. Da sagen Gornavid oder Gornabar oder Gornakosch sagt ja dann irgendwie, ey, geh mal zu Anga, der ist bestimmt bereit, dich zum Templar aufzunehmen oder so. Und im alten Lager ist auch klar, da sagt es ja oben dieser Gardist. Drake sagt einem ja, geh mal zu Torus, der nimmt dich bestimmt auf. Aber wenn man im neuen Lager spielt, ist man ein bisschen angearscht. Du weißt, wo du hier hinkommst? Wohin? Hier geht es zu Lee, unserem Anführer. Was muss ich machen, damit du mich zu Lee lässt? Gar nichts. Das hier ist nicht das alte Lager und Lee ist nicht Gomez. Er braucht keine Armee von Schergen, hinter denen er sich verstecken kann. Er kann sich selber verteidigen. Wir sind nur hier, falls er uns braucht. Naja gut, das kann schon sein. Darf er die gleiche Frage nochmal stellen? Ich will ein Söldner der Magier werden. Bin ich jetzt soweit? Ich gebe dir eine Chance. Was meinst du? Ich will Söldner werden. Eine gute Entscheidung. Du wirst sie nicht bereuen. Sag mir eins, warum hast du dich uns angeschlossen und nicht dem alten Lager oder der Bruderschaft? Es hat sich einfach so ergeben. Ich wollte von Anfang an die Freiheit, die anderen Lager sind es nicht wert. Ja, also ich würde aus meiner Perspektive jetzt sagen, es hat sich einfach so ergeben. Aber da es zum Run gut passt, aber ich sage jetzt halt einfach natürlich, wenn die Freiheit, ja, total. Ich wollte von Anfang an die Freiheit. Wir werden uns unsere Freiheit zurückholen. Willkommen, Söldner. Bruder, bleib ganz ruhig. Wo kriege ich jetzt eigentlich eine bessere Rüstung her? Ich will direkt die mittlere kaufen im besten Falle. Die Schere kriege ich jetzt noch nicht, aber ich will direkt die mittlere. Hallo. Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Außerdem sind sie nicht ganz billig. Die Schwere könnte ich mir sogar schon leisten. Gib mir die schwere Rüstung. Du bist noch nicht so weit, die schwere Rüstung zu tragen. Komm wieder, wenn du erfahrener geworden bist. Ich möchte die mittelschwere Rüstung haben. Du bist noch nicht so weit, eine bessere Rüstung zu tragen. Komm wieder, wenn du erfahrener geworden bist. Boah, das ist aber frech. Ich dachte ehrlich... Warte mal, kann er mir auch was beibringen direkt? Ich dachte ehrlich gesagt, man kann die mittlere direkt kaufen, wenn man das nötige Kleingeld hat. Okay, na gut. Hallo. Hallo. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir helfen, stärker und geschickter zu werden. Ballern wir. Ich kann dir nichts beibringen. Du hast nicht genug Erfahrung. Hä? Warte mal. Ajo, tatsächlich, ich bin noch gar nicht aufgestiegen. Interessant. Okay, interessant. Ich glaube, ich kann aber nochmal zu Laris gehen. Ich glaube, der bringt das auch nochmal. Da gibt es jetzt, glaube ich, nochmal Erfahrungspunkte. Aber ansonsten hätten wir jetzt erstmal 34 Liegestütze bis dato. Okay. Dann gehen wir nochmal kurz zu Laris. Vielleicht können wir so eine Art Zwischenbericht abgeben, auch wenn wir jetzt kein Bandit mehr sind. Aber vielleicht kriegen wir da jetzt nochmal Erfahrungspunkte oder so. Das wäre jetzt nochmal eine feine Sache. Sagt Gorn eigentlich was, dass wir jetzt dazugehören? Hallo. Bis später. Okay, ist ihm völlig egal. Gut. Ich hoffe, ich kann bei Laris jetzt echt nochmal einen kleinen Zwischenbericht abgeben, die mich nochmal jetzt ein Level up näher bringt. Das wäre eine gute Sache. Oder ich verdresche nochmal schnell zwei Banditen. Oder keine Ahnung, ich muss jetzt irgendwie nochmal die Stufe aufsteigen, wenn ich jetzt einmal hier bin. Na. Kann eben auch gar kein... Das ist so eine Sache. Mist, hätte ich das vorher machen müssen vielleicht. Warte mal. Ich muss das vielleicht vorher machen. Ich muss dem vorher noch einen Bericht abgeben, bevor ich Söldner werde. Weil es kann sein, dass den das halt auch überhaupt nicht mehr interessiert. Dann, wenn ich jetzt die Gilde wechsle. Leider, Bruder. Okay. Ich gehe dann mit der, also... Ich meine, ich habe den ja einen Fokus organisiert und so weiter. Und die haben ja auch mehr dazu erzählt und ich war jetzt in der alten Mine, hab die Eier geholt und so weiter. Das ist doch, das müsste doch jetzt eigentlich ein Zwischenbericht wert sein, oder nicht? Come on, Bro. Das muss doch jetzt drin sein. Hallo. Absolut. Das ist so komisch. Okay. Es interessiert die überhaupt gar nicht mehr. Ich
bin, das ist, also natürlich, klar, da könnte man sagen, es ist halt ein eine Logiklücke oder irgendwie ein Fehler oder so, keine Ahnung. Aber es ist echt strange, dass das jetzt nicht mehr funktioniert, dass man da gar keinen Bericht abgeben kann. Das ist super komisch. Kann ich mit Mordrak darüber nochmal kurz quatschen? Hallo. Ich meine, ich sollte das doch raus... Ach, hier übrigens. Ah, okay. Hier wegen geht's. Der Sektensache. Was gibt's? Ich habe noch nichts rausgefunden. Hä? Ich habe doch voll viel schon rausgefunden. Hä? Das ist so komisch. Das ist richtig, richtig komisch. Das ist... echt seltsam. Das ist richtig seltsam. Aber gut. Dann ist das halt jetzt erstmal so. Dann kann ich dem halt keinen Bericht abgeben. Vielleicht ist das halt wirklich eine Logiklücke irgendwie, dass dieser Dialog halt nicht vollständig ist. Was soll's? Ich probiere jetzt mal Banditen hier wegzuklatschen. Ich brauche die Erfahrungspunkte einfach. Kümmerliche Vorstellung. Das würde ich eine kümmerliche Vorstellung geben. Und der wäre auch umgefallen. Oh, ich kann die einfach komplett ausbeuten. Ne? Ist überhaupt Scheißdreck. So könnte ich nochmal richtig viel Erz machen, wenn ich so drüber nachdenke. Das ist auch nicht ganz koscher. Ey, um die Stufe jetzt nochmal aufzusteigen, war das jetzt nötig und... ja. Warte mal, ich habe neu geladen, ne? Das bedeutet ja auch nochmal Liegestütze. Fast vergessen. 36. Okay. Jetzt verkaufe ich hier nochmal ein bisschen Kram. Hallo. Kann mit Silas, warum ich mit Silas auch nicht handeln kann, es ist alles so komisch. Es ist alles so komisch, dieser Spieldurchlauf ist irgendwie einfach richtig komisch verbuggt. Hä? Man darf auch nicht alles glauben, was du meinst. Der redet nicht mehr mit mir. Ist er besoffen? Was passiert? Hallo. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ich glaube, Cypher ist besoffen gerade irgendwie. Der ist überhaupt nicht ansprechbar. Egal, ich gehe jetzt nochmal schnell zu Lil, dass wir jetzt nochmal aufnehmen und dann treffen wir uns wieder hier. Okay, wir sind wieder back. Ich habe jetzt, mal kurz die Stats zeigen, ich habe mir jetzt, bin jetzt Stufe 11, habe ja mir jetzt alle Lernpunkte auf Stärke investiert, bin jetzt also bei 90 und nicht bei 80 Stärke, das bedeutet 56 Liegestütze aktuell. Und habe mir jetzt die Rüstung geholt und ja, das war jetzt alles, was ich jetzt nochmal gemacht hatte. Und so, kann ich noch was ins... ja, nö, sonst ist nichts mehr. Und so gehen wir jetzt zurück in die Bruderschaft des Schläfers und können eigentlich mit der großen rituellen Anrufung beginnen. Wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, es ist wirklich so, dass man halt mit einer leichten Söldnerrüstung, leichten Gardistenrüstung auch in den Orkfriedhof muss. Und erst wenn man da rauskommt, kann man sich eine bessere Rüstung holen. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher. Kann sein, dass ich hier gerade schon wieder absoluten Kaiserschmarrn erzähle. Aber ja, das werden wir einfach sehen. Ich überlege sogar gerade schon, ob ich so frech bin und jetzt schon auf dem Weg in die Bruderschaft direkt den Alma nachhole. Ich meine, es würde nochmal ordentlich Erfahrungspunkte bringen. Ich glaube, ein paar Schläge würde ich auch aushalten mittlerweile. Ich meine, ich habe jetzt 55 Schutz vor Waffen. Das ist also schon recht grundsolide, aber schauen wir mal. Ich glaube, ich mache auch genug Schaden mit so... mit so einem Knüppel an so einem schwarzen Goblin, dass ich den mit zwei Schlägen oder so kaputt kriege, oder? Sollte eigentlich passen. Hier unten ist ja eine kleine Goblin-Höhle. Ich könnte ja mal hier testweise mal gucken. Vielleicht sind da auch ein paar schwarze Goblins. Vielleicht kann ich da einfach mal testen, wie ich gegen eine größere Gruppe von Goblins bestehen kann, ohne dass es jetzt zu krass wird. Ich meine, ich muss aufpassen. Ich habe schon wieder 56 Liegestütze auf dem Tacho. Das ist eigentlich jetzt schon ein ziemlich kritischer Bereich wieder. Aber ich will das mal probieren, also... kommen die hier hoch? Ne, die kommen ja gar nicht hoch. Ach, was soll's. Ey. Bin zweimal getroffen worden bis hierhin. Drei. Vier. Viermal getroffen worden. Also 64 Liegestütz. Eieiei. Ich meine, die machen halt wirklich keinen Schaden. Also das ist halt wirklich absurd, wie wenig das ist.
Wieder nochmal getroffen worden. 66. Okay, ich glaube, ich spare mir das in dieser Folge noch mit dem Almanach, ehrlich gesagt. Also, das wäre, glaube ich, extrem schmerzhaft dann von den Liegestützen her, oder? Boah. Wenn ich nur 20 Mal getroffen werde, sind das schon wieder 40 Liegestütze. Hätte ich 100, 100. Also das Maximum, was ich hatte, waren jetzt irgendwie paar 80 oder so. Das war schon extrem, muss ich sagen. Also paar 80 waren schon wirklich, wirklich heftig. Na, mal sehen. Ich überlege noch. Überlege noch, ob ich das so mache. Mal gucken. Hä? Hier war doch gerade noch eine dritte. Bin ich blöd? Hier waren doch gerade noch drei Blutfliegen. Wo ist die dritte? Ist einfach verschwunden. Ist sie einfach gedespawnt und ich habe das nicht mitgekriegt gerade? Bin doch nicht bescheuert. Naja, vielleicht schon, aber ihr wisst, was ich meine. Blutfliegen und Wolf Best Buddies. Der Freunde für immer Club. Dietriche. Das schmeckt. Das war eine gute Ausbeute. Wir haben... Also, ich habe gerade gesehen, die schwere Söldnerrüstung, die kostet 2100 Erz. Verdammt viel, aber auf jeden Fall bezahlbar. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, und die mittlere waren, glaube ich, 1100 oder 1400. Jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau. Ihr habt es ja gesehen im Schnitt. Oder im Video. Könnt ihr ja nochmal zurückspulen. Wenn ich jetzt nochmal, so ich sag mal so, nochmal 1000 Erz zusammenkratze irgendwie, dann kann ich mir locker flockig beide Rüstungen leisten. Das sollte also kein Problem darstellen. Okay, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich es wenigstens mit der ersten Gruppe da vorne probiere. Ja, und je nachdem, wie das jetzt läuft, werde ich dann vielleicht weiter reingehen und den Almanach schon holen oder erstmal einfach nur vorarbeiten. Ja, also es ist vielleicht erstmal einfach nur eine Vorarbeit, die ich jetzt hier leiste. Ja, gucken wir mal. Vielleicht werde ich es bereuen, mal gucken. Ah ne, es sind gar nicht 8, es sind nur 7. Werden alle auf mich draufgehen, die kleinen Scheißer, ne? Oh, okay, das ist easy. Okay, ich bin zweimal getroffen worden. Das ist noch okay. 70 Liegestütze, scheiße. Einmal. Dreimal. Dreimal. Oh Mann. Dreimal sind 76. Ich hab kurz Panik gekriegt, weil ich da hinten die Höhle sehe und da rennen die schon so rum, so nach dem Motto, die wollen mich schon angreifen. So nach dem Motto. Ja, überleben würde ich es auf jeden Fall, aber das Problem ist halt diese Anzahl an Liegestütze. Boah, aber ich will jetzt nochmal den Almanach schon mitnehmen, also ich will da nicht nochmal extra hier hinlatschen. In der nächsten Folge. Wisst ihr, was ich meine? Das wird jetzt extrem schwierig. Gucken wir mal. Wenn ich die einzeln rauskriege, irgendwie wäre ja gut. Hat er mich getroffen? Tatsächlich. 78. Oh Mann. Warum kommen die denn jetzt nicht, die kleinen Scheißer? Ich wette, ich renne da rein und verreck instant. Also,
an Liegestützen. Hast du mal die Menge an Liegestützen gesehen? Was habe ich getan? Der hat mich auch getroffen, oh Mann! Ich mache wirklich nur so ein oder zwei Schaden. Ich meine, das wäre ist easy, aber 80. Boah, fuck, Alter, warum habe ich das getan? Warum habe ich das getan? Oh Mann, ich werde mich dann sowas von selbst hassen einfach. Warum habe ich das getan? Warum bin ich so cocky? Alter, ach, das gibt's nicht. Der hat mich auch getroffen. Das gibt es nicht. Der hat mich auch getroffen. Okay, ich konzentriere mich jetzt. Eins. Damn it. Ist immer noch nur zwei. Ich glaube nicht, dass er mich getroffen hat, aber ich nehme den jetzt mal als Schlag mit. Ich sage jetzt mal drei. Ich habe zwar nichts gehört und nichts gesehen an Feedback, aber ich sage jetzt mal drei. Not gonna happen. Alter, ich habe schon 80. 86. Fünf insgesamt. Schatz, Alter. 90, Alter. Scheiße, das ist der neue Tiefpunkt, Alter. 90. 90, Alter. Jetzt ziehen wir durch. Scheiß drauf, Alter. Scheiß drauf, jetzt ziehen wir durch, ey. Vielleicht war's das. Okay, es war's schon. 90 Liegestütze. Ich werd so verrecken, Alter. Ich werd so verrecken, wirklich. Das ist gottlos des Todes. 90 Liegestütze. Tja. Aber wenigstens haben wir jetzt direkt den Almanach bekommen. Das heißt, wir können dann schon in der nächsten Folge direkt in den Orkfriedhof gehen, beziehungsweise die Anrufung und ein bisschen Palaver und dann direkt Orkfriedhof. Das heißt, wir müssen nächste Folge noch nicht mal hierher zurückkehren. Das ist das Gute jetzt daran. Ja, ich habe das jetzt hier erledigt. Ich habe es jetzt hinter mir. Bin hier mit, ich glaube, 70 Liegestützen hergekommen, oder? Jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ich meine, klar, ist jetzt natürlich nochmal extrem schmerzhaft. 90. Ich werde das in wirklich mehreren, kürzeren Abständen machen müssen. Also ich werde nicht irgendwie das in 30er oder 20er Blocks schaffen. Ich werde das hinten raus wahrscheinlich so in 5er Blocks wieder machen müssen. So wie ich das schon mal hatte. Dass ich das jetzt nicht. Egal, mache ich mir Gedanken drum, wenn es gleich soweit ist. Ich glaube, man spart richtig viel Zeit, wenn man einfach diesen Weg hier lang geht und nicht jedes Mal die Treppe nimmt. Auch wieder was gelernt. Ich habe Eier einer Crawler-Königin gefunden. Ich wusste es. Meine Vision war ein Zeichen. Die Eier ihrer Königin enthalten also das starke Sekret. Ausgezeichnet. Damit kann ich ein Elixier brauen, das uns den Kontakt zum Schläfer ermöglicht. Was ist mit der Belohnung? Ah, ja, richtig.
Danke. Ich meine eine handfeste Belohnung. Na gut, na gut. Was willst du? Okay. Ich glaube, Heilmittel wäre aber eine gute Sache. Waffe, Rune, das nützt mir nichts. Erz oder Heilmittel? Ich will jetzt mal Heilmittel nehmen. Ein Heilmittel. Möge dieser Trank dein Leben verlängern. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich kann nun die Anrufung des Schläfers beginnen. Nein, es ist mir noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, den Fokus aufzuladen. Uns fehlt das alte Wissen über diese Artefakte. Heißt das, es war vergebens, die Eier zu holen? Nein, hör mir zu. Es gibt einen Almanach, in dem das steht, was wir wissen müssen. Wir haben dieses Buch dem Feuermagier Coristo aus dem alten Lager abgekauft. Allerdings ist es beim Transport vom alten Lager hierher geraubt worden. Ich hatte Thalas, einen Novizen, damit beauftragt, das Buch zu mir zu bringen, aber er wurde überfallen. Er hat mich enttäuscht, aber ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Er hat nun den Auftrag, den gestohlenen Almanach zurückzuholen. Sprich mit ihm. Er wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen kann. Was ist für mich drin? Habe ich nicht schon mehr als einmal meine Großzügigkeit bewiesen? Du wirst angemessen entlohnt werden. Ja, immerhin bin ich Söldner, das will ich also auch mal meinen. Ich habe das Buch gefunden. Gute Arbeit. Du hast alles besorgt, was wir brauchen. Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen. Wo wird die Anrufung stattfinden? Komme bei Nacht zum Tempelvorplatz. Dort werden wir uns versammeln, um den allmächtigen Schläfer zu rufen. Oh na, ich bin jetzt nochmal eine Stufe aufgestiegen, wa? Würde ich das jetzt in 10 Stärke investieren, müsste ich 110 Liegestütze machen. Nee, das mache ich jetzt nicht. Das hebe ich mir definitiv dann für die nächste Folge auf. Aber ich muss das machen, bevor ich in den Orkfriedhof gehe, weil ich gehe lieber mit 100 Stärke in den Orkfriedhof als mit 90, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass wir mit 90 schon ganz gut dabei sind. Also ich glaube, dass das funktionieren wird. Aber 100 ist nochmal so ein Garant, sage ich jetzt mal, dass das halt auch wirklich funktionieren wird. Wisst ihr, was ich meine? Das wird schon nochmal wichtig werden. Das heißt, wir werden uns jetzt die Anrufung reingönnen. Und danach werden wir aber nicht direkt mit Thalas zum Orkfriedhof gehen, sondern danach werde ich erstmal ins neue Lager zurückgehen. Um dort zu Beginn der nächsten Folge dann nochmal 10 Stärke zu lernen. Also ich starte direkt mit 20 Liegestützen in die nächste Folge rein, sozusagen. Das mache ich jetzt nicht in dieser... Ah, jetzt habe ich bis zum nächsten Morgen geschlafen. Ich werde... Du hast... Hey, du! Hey, du! Hey! Hey, du! Verzieh dich raus hier! Nö. So, das heißt, ich werde also die Folge im neuen Lager beenden und auch dort starten und direkt mit 20 Liegestützen als Hypothek reingehen, indem ich direkt diese 10 Lernpunkte verballer und dann geht's zum Orkfriedhof. Und das wird... eine ultra krasse Bewährungsprobe. Weil ich dort dann das erste Mal gegen Orks kämpfen werde und das... sind zwar nur Speer, aber da ist halt auch ein Krieger dabei. Und da bin ich echt gespannt, ob ich dann was gegen den ausrichten kann. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Die Novizen können's für uns beten.
Und damit sind wir in Kapitel 3 angelangt. Der Weg... Nee, Entschuldigung. Ich hab's gerade gelesen, jetzt hab ich's schon wieder vergessen, Alter. Das Kurzzeitgedächtnis lässt grüßen. Grüße, Koanga. Ah, übrigens. Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Ork-Friedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Ja, wenn wir jetzt einmal schon so einen Söldner-Playthrough machen, dann können wir auch so spielen. Was springt für mich dabei raus? Du willst Erz? Anscheinend habe ich mich in dir getäuscht. Aber ich brauche dich. Hier, 100 Erz, mehr gibt es nicht. Ja, gut. Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Ich meine, was erwartet er denn? Ich bin ja immerhin Söldner. Wo ist der Orkfriedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. In seiner Haut würde ich trotzdem nicht stecken. Gut, brauchen wir im Grunde nicht, aber ja. Schutz vor Pfeilen hat er mir gegeben, glaube ich. Brauche ich überhaupt nicht. Waffen- und Stärkebonus ist schon das, was ich will. Wir machen das jetzt noch so, dass ich jetzt in dieser Folge ins neue Lager zurückkehre. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht, vielleicht ist es sogar jetzt möglich, die mittlere Rüstung schon zu kaufen. Weil ich eben jetzt im nächsten Kapitel bin. Also vielleicht ist das mit den Rüstungen auch kapitelabhängig und vielleicht kann ich jetzt nochmal auch vielleicht mit Mordrak sprechen und ihm sagen, ey, hier, das und das ging ab gerade in der Bruderschaft und so weiter und so fort. Na, also ihr wisst, was ich meine. Ich finde, das ist nochmal eine gute Grundlage, um ja diesbezüglich weiterzumachen. Das heißt, ab geht's nochmal. Hey du, nichts zu suchen. Ab geht's nochmal. Kommt der jetzt mit? Okay, ich habe jetzt Namib als Companion, finde ich sehr gut. Andere Leute würden in WoW oder so richtig viel Geld ausgeben. Was macht der da? Was macht er denn jetzt? Oh Mann. Folgt er mir jetzt wirklich bis ins neue Lager? Okay, ich werde jetzt mal nicht springen, den Rückweg, weil ich glaube, dann, wenn ich mich zu weit von ihm entferne, dann geht er wieder zurück, nehme ich mal ganz stark an. Das ist ja ultra witzig, ich kann auch durch seinen Bauch durchgucken. Bleib aus den Hütten draußen. Schade, schade, ich habe gehofft, ich habe extrem gehofft, dass ich ihn jetzt bis ins neue Lager kiten kann und er das dann dort zu mir sagt und dann den ganzen Weg durch die Kolonie wieder zurückspaziert. Hätte ich extrem geil gefunden. Naja, was sollen wir noch machen? Okay. Thank you.
Was passiert hier? Dieser Spieldurchlauf ist verflucht. Ich sag's euch, hier gehen ganz, ganz, ganz seltsame Sachen vor sich. Der ist fast verreckt daran. Der ertränkt sich selber. Herrliche Vorstellung. Ah ne, den hatte ich schon mal niedergeschlagen. Ah, okay, das ist einer von den Jungs von dem Dach oben. Der hier genauso. Aber nicht, dass der jetzt hier ersäuft, oder? Halt! Du kennst die Regeln. Nur Schürfer und Banditen. Willst du mich aufhalten? Nein, geh nur. Mhm, hätte ich jetzt auch geraten, mein Freund. Hätte ich dir jetzt auch geraten. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Mordrak. Hier, Neues jetzt. Wegen der Sektensache. Was gibt's? Die große Beschwörung hat stattgefunden. Nein. Du machst bei dem Schwachsinn mit? Ich bin neugierig, was dabei rauskommt. Ich auch. Sag mir Bescheid, wenn sich die Gurus bis auf die Knochen blamiert haben. Junge, halt's Maul. Ist das jetzt durch? Tatsächlich, es ist komplett durch. Das ist alles gewesen. Das war alles. Das war einfach alles. Und wenn du mir jetzt erzählst, dass Laris nichts davon wissen will, dann finde ich das echt komisch. Dann finde ich das richtig komisch, wenn ihn das jetzt... Also, er muss jetzt mindestens noch irgendwie einen Kommentar dazu haben oder so. Also, wenn ihn das jetzt überhaupt nicht juckt... Ich meine, er hat das Ganze doch initiiert. Er hat gesagt, ich will wissen, was dort vor sich geht und so. Wenn ihn das jetzt überhaupt nicht juckt, dann bin ich echt enttäuscht, muss ich sagen. Ja, bin echt enttäuscht. Dann ist das halt so. Jetzt bin ich noch gespannt, ob ich eine bessere Rüstung von Lee kaufen kann, weil wir jetzt im nächsten Kapitel sind. Und ja, die nächsten Stärkepunkte, die lernen wir dann aber erst in der nächsten Folge, weil mit 90 Liegestützen bin ich jetzt schon echt gut bedient. Möchte ich jetzt mal ganz kurz festhalten. Neue Rüstung wäre jetzt noch ein glücklicher oder schöner Abschluss dieser Folge. Hallo. Hallo. Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Außerdem sind sie nicht ganz billig. Ich möchte die mittelschwere Rüstung haben. Diese Rüstung ist ein ordentliches Stück Arbeit. Sie wird deinen Körper gut schützen. Gib mir die schwere Rüstung. Du bist noch nicht so weit, die schwere Rüstung zu... Okay, gut. Ich habe jetzt kurz befürchtet, ob ich vielleicht auch sogar schon die Schwere bekomme, aber das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Ja, ordentlich nochmal 10 Schutz mehr. Jetzt haben wir 65, das ist gut. Und echt verdammt wichtig für den Ork-Friedhof. Ich bin richtig froh, dass ich die jetzt noch bekommen habe. Weil die Orks werden schon klatschen da drin. Naja, gut. Dann würde ich sagen, ich beende an dieser Stelle diese Folge. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. 90 Liegestütze werden jetzt durchgeführt. Ja. Schauen wir mal, ob das was wird. Hi. Für die Mission 90, ich nenne es jetzt mal so, habe ich jetzt mal mein Pullover ausgezogen. Aber ich glaube, mir wird gleich sehr warm werden. Ich habe übrigens ein Video gesehen von jemand, der auf seinem Channel ein Tutorial für Liegestütze hochgeladen hat. Ich werde euch das mal in der Videobeschreibung verlinken, den Kanal verlinken und das Video verlinken. Grüße gehen auf jeden Fall raus an dieser Stelle. Ich werde versuchen, mich exakt daran zu halten. Das heißt, die Arme ein bisschen näher zum Körper, nicht so weit nach vorne, damit es mehr auf Höhe der Schulter ist. Das war so ein bisschen ein Fehler, den ich gemacht hatte in den letzten Malen immer. Aber wenn ich merke, ich schaffe das so nicht oder es ist zu schwierig, dann werde ich wahrscheinlich eher wieder unbewusst in meine alte Handstellung zurückverfallen, wo es einigermaßen schmerzfrei für mich ist. Genug geschnackt, jetzt geht's los. Moin Leute, ich kurz hier aus dem Off und nicht Koranga. Mir ist beim Schneiden jetzt natürlich auch aufgefallen, dass es so aussieht, als ob ich nicht richtig runtergehe. Und damit habt ihr auch recht. Aber bevor ihr jetzt anfangt, Kritik, und damit meine ich berechtigte Kritik, in die Kommentare zu schreiben, wie schlecht dieser Liegestütz ausgeführt ist, möchte ich euch kurz zwei Sachen vorab noch mitgeben. Erstens, ich mache das auf einer Stufe. Das sieht man hier vielleicht ein bisschen schlecht, aber ab und an kann man es erahnen, weil das so ein goldener Rahmen ist. Also das heißt, ich mache die Liegestütze auf einer Stufe. Deshalb sieht das nicht so aus, als ob ich nicht richtig runtergehen würde. Und zweitens, als ich die Liegestütze ausgeführt habe, hat es sich so angefühlt, als ob ich nicht weiter runtergehen könnte, weil sonst eventuell meine Ellenbogen von innen, die Bänder, die darüber laufen, die Muskulatur und Sehnen und alles mögliche, was darüber läuft, zerreißen würde von innen, ja. Also das hört sich jetzt komisch an, aber ich weiß nicht, wie ich das euch beschreiben soll, weil ich gar nicht weiß, ob ihr dieses Gefühl vielleicht nachempfinden könnt. Deshalb habe ich mich auch gar nicht getraut, weiter runterzugehen und es hat sich nicht so angefühlt, als ob ich das wirklich könnte.
Von daher berechtigte Kritik an der Stelle, wenn ihr sagt, ich bin nicht tief genug runtergegangen. Ich werde das versuchen zu optimieren in den nächsten Aufnahmen und werde versuchen, dann noch tiefer runterzugehen, um ja den Liegestütz noch effektiver zu machen. Ne? Ist ja immer Luft nach oben. Wie gesagt, ich habe euch vom Mike, auf jeden Fall vom Mick, dieses Video mal unten verlinkt. Und ja, das kurz mein Einwand von mir. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Weitergucken. Nur noch 70 offen. Okay. Ich muss kurz was trinken. Holen, Sekunde. Fucking hell. 35. Es tut weh, es tut wirklich weh. Also jetzt nicht im Sinne von schlecht weh, sondern im Sinne von es tut, glaube ich, an den richtigen Stellen weh, dort wo es weh tun sollte, um den Pain also zu spüren. Also dieser Pain, den man einfach hat, wenn man die Muskulatur beansprucht. Ja. Puh. Ob ich davon aber 90 schaffe, von dem Niveau, schwierig. Ich versuche das so lange wie möglich so mit dieser engeren, schulterhöheren Position durchzuführen. Aber es ist extrem schmerzhaft im positiven Sinne. Ich würde auch von mir behaupten, dass ich trotz der letzten Folgen einen gewissen Fortschritt trotzdem geschafft habe. Also ich habe meinen Körper trotzdem so daran gewöhnt, Liegestütze zu machen. Ich sei jetzt erstmal hingestellt, ob die richtig oder falsch sind, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich dadurch ein bisschen besser vorangekommen bin und mehr Kraft aufgebaut habe. Zusätzlich zu meinem normalen Sport, den ich ohnehin schon mache. Mit Gewichten etc. 35 aktuell. Uiuiui. Shit. 50. Es tut weh. Es tut weh. Man merkt's. Ich merk's gut. Ich werde auch wahrscheinlich die Handstellung ein bisschen breiter nehmen gleich. Allerdings auf derselben Höhe. Nur, dass so eher mehr die Brustmuskulatur beansprucht wird und weniger die Armbereiche. Auch das hat der Kollege in seinem Video gezeigt, was er mir verlinkt hat. Wie gesagt, ich werde es euch nochmal verlinken, einblenden. Schaut da gerne mal rein. Ja. Hat mir, glaube ich, auch sehr geholfen, das noch besser zu machen. Ja. Es wird brutal. Es ist brutal. Shit. Und ich muss nächste Folge in den Orkfriedhof. Es hätten 70 sein können, es hätte gereicht, aber nein, ich musste unbedingt noch den scheiß Eimer nachholen, ey. Oh, fuck. Scheiße. Okay. Ganz ruhig. Die letzten 20 kriege ich jetzt auch noch hin.
ist das gottlos. Das ist so barbarisch. Warum tue ich mir das an? Scheiße. Okay. Es ist deutlich anstrengender. Natürlich auf diese Art und Weise, wenn man es mit den Armen ein bisschen zurückgezogener macht und nicht so weit vorangestreckt, ist es deutlich anstrengender. 10 noch. Puh. 90. Puh. Alter. Puh. Yeah, buddy. Lightweight. Alter. Okay. Damit ich euch jetzt hier nicht noch mehr vollstöhne. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mich weiter leiden sehen wollt. Und ja. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da, in diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.